Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. Herzliches Dankeschön an alle, die meine Videos liken, kommentieren und anschauen. Vielen, vielen Dank. Danke für eure Unterstützung. So, wir rennen jetzt hier mal zum Südstrand der Spukinsel und suchen nach dem Astrolabium. Von dem, wie heißt er nochmal? Theater. Williams. Ja. Ach, fällen wir einfach Tierfeld ein. Ne? Ach, heute Abend ist schön Schweinebraten. Ja. So, warte mal. Irgendwie muss ich das jetzt... Ganz kurz. Ah ja. Okay. Ist das auch so einer? Jo. Okay, voll freigeschaltet. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Gut. So, warte mal. Hier muss noch mehr rumlaufen. Kommt raus, wo immer ihr steckt. Es geht auch schnell. Es tut gar nicht weh, ich verspreche es. Aber wahrscheinlich entferne ich mich jetzt viel zu weit. Ah nein, das ist noch so. So, dir hau ich jetzt auch mal den Schädel breit. Naja, wenn ich mal treffen würde. So. Voll Scheitel habe ich mitzogen. So, nur eben halt. Ja, gehört das hier auch noch zum Schiff oder ist es nur das alte Wrack da hinten? Ich habe jetzt eben gerade nur eine Truhe da ja geplündert und da war ja nichts drin. Aber okay, gut, dann gucken wir nochmal weiter da oben rum. Vielleicht. Na, hier ist definitiv keine Truhe. Ja, das soll aber genau jetzt hier sein. Ich sehe hier aber keine Truhe. Glaube ich ja nicht. Schmeiße diese komische, was auch immer, da auf mich. So, aber wo ist denn jetzt hier nochmal die Truhe? Ach, hier ist eine, aber die hatte ich doch gerade schon geplündert. Okay. Hatte ich die nicht gerade schon mal geplündert? Okay, aber wenn wir jetzt hier unten sind, dann gucken wir uns das Fragezeichen jetzt auch gleich nochmal an.
Kann mir mal einer eigentlich erklären, warum den Leuten immer ein Arm fehlt? Diesen komischen... Ich möchte gern Zombies, so. So, die jetzt ziehe ich jetzt auch mal einen Scheitel. Warum den allen immer ein Arm fehlt? Kiste, die wir plündern können. Die wird auch nochmal abgelootet. So, haben wir denn hier noch so Feines? Orange, lecker. Wow, 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 wow. Glaube ich ja jetzt nicht, ne? Gut. Egal, dann haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug Schaden angerichtet. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zu dem Billion. So, meine Kräuter. Verdammt, ich dachte, ich könnte die 100 irgendwie noch voll machen. Ich weiß das ganz ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, was ich ab 100 alles abernten kann. Die kann ich ab. So. So, Mieze. Voll zu glauben. Die kann ich also abholen. Warte mal, kann ich das da hinten nicht auch abernten? Die Dinger hier? Ja, auch Kräuter. Ja, wunderbar. Dann kann ich jetzt auch gleich die abernten. Endlich. Gut. So, warte mal, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Och, 222 Stück. Okay, warte mal. Okay, der kann Stärke geschickt. Warte mal, ich könnte eigentlich auch mal wieder
auch eigentlich mal wieder. Auch mal wieder. Ja, warte mal kurz. Ja. Ich bin jetzt hier mit dem Schwert hier unterwegs. Da könnte ich jetzt eigentlich auch mal wieder machen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Können wir ja gleich mal ihn hier testen. Ne? Das ist auch ein normaler Busch. Ja, okay. Nee, nee, das mit dem Schwert, das lassen wir. Beil ist gut. Ah, das Astrolabium ist herrlicher Anblick. Sieh nur, es bewegt sich wie geschmiert. Es ist kein Sand hineingekommen. Heute wird so etwas kaum noch hergestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt noch jemand auf Athenum Geräte auf althergebrachte Art herstellt. Was hast du jetzt vor? Ich habe meinen Sextanten, um nachts die Sterne zu kartieren, und mein Astrolabium, um tags die Meere zu kartieren. Die kann ich benutzen, um die Gezeiten und die Sternbilder zu kartieren. Da fällt mir ein, ich brauche noch etwas. Warum bin ich nicht überrascht? Das sind meine alten Seekarten. Ich habe über 20 Jahre Arbeit hineingesteckt, bevor ich die Ufer dieser verfluchten Insel überhaupt erreicht habe. Und als ich an Land ging, hatte ich sie immer in meiner Nähe, um mich an meine Vergangenheit zu erinnern, bis sie gestohlen wurden. Wer hat deine Seekarten gestohlen? Einige Mitglieder meiner alten Crew haben die Verdammnis seichte verlassen und sind und sich den Wurmschwur-Piraten angeschlossen. Sie wussten, dass ich die Gezeiten kartiert habe und dachten fälschlicherweise, dass ich nach einem Weg suchte, die Insel zu verlassen. Die armen Narren haben meine Seekarten gestohlen. Wo sind die Seekarten jetzt? Ich habe gehört, dass sie die Karten zu ihrer Basis gebracht haben, einem alten Schiff namens Sirins Pracht. Diese Diebe haben sie vor neugierigen Augen in einer Truhe versteckt, wahrscheinlich weil sie sie nicht lesen konnten. Ja, super. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, darüber. Dahin. Ja, okay. Okay, aber dann kann man sich eigentlich auch noch mal ganz kurz diese Landmarke da angucken. Okay, gibt es hier irgendetwas abzulieten? Irgendetwas. Okay, wie hier jetzt ein Teil eines Schiffsrumpfs hinkommt, ist mir allerdings auch ein Rätsel. Ja.
Bäume hier kann ich auch noch nicht abholzen, ne? Nee, muss ich 100. Ja, okay, gut. Dann hau ich den nicht mal weg. Ah ja, das da auch noch gleich mal abliegen. Ah, ich muss viel mehr. Ich muss auch viel mehr Holzfällerei betreiben. Ich bin erst Stufe 60, habe ich gerade gesehen. Ja, nee, da muss ich mir wirklich mal Zeit nehmen und dann wirklich mein Inventar nur mit Holz vollballern. Oh, wo haben wir hier? Gut, dann machen wir mal wieder vom Acker. Okay, da ganz hinten hinein, dann rennen wir da um das Gestein herum hier. Naja, ja, kann ich hier einfach rum, habe keine andere Wahl, ne? Gut. Naja, gut, ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und dann das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.